Die Heilbronner Falken und die Bayreuth Tigers, das sind unsere nächsten Gegner an diesem Wochenende. Erstmal morgen natürlich der Fokus auf das Heimspiel 19.30 Uhr gegen Heilbronn. Mit Spray TV seid ihr live dabei. Neben mir ist unser Kapitän Jordan Knackstedt. Jordan, this week we were sent back to last place because Heilbronn won that game on Tuesday against Weißwasser. In Germany we say the Red Lantern is alive in Dresden. So what you gonna do to maybe give that thing to Heilbronn so they can take it back? Yeah, I guess we had a good week of practice. So going forward, we know Heilbronn's a good team, but I think if we get off to a good start, play simple, play our game, get pucks to the net, I think we'll get a couple greasy goals and we'll have good success. Also ich habe ihn gefragt, wir haben jetzt die rote Laterne, die jetzt hier in Dresden leuchtet. Die wollen wir natürlich Heilbronn gerne zurückgeben, was wir auch machen können mit einem Heimsieg gegen die Falken. Er hat gesagt, ja, wichtig ist natürlich, dass wir gut aus den Startlöchern kommen, dass wir unser Spiel durchziehen, ein paar dreckige Tore, heißt es ja immer so schön, schießen. Ja, und ja, alles geben über die 60 Minuten. Die Trainingswoche war gut, da konnte man viel an vielen Dingen arbeiten, weil wir eben kein Spiel hatten die Woche. Und so gehen wir mit Zuversicht in dieses Spiel rein. So what were the takes from the last game? Bietigheim, a hard-fought win at home, and then Ravensburg, where in the first period nothing really matched. Yeah, I mean, we just have to build off that win. So it was nice to get that one. And then Ravensburg, we didn't have a good start and we got better throughout the game. But key going forward is having that good start so we don't put ourselves behind that eight ball. And I think we'll be okay. Also wir gucken natürlich lieber auf den Heimsieg zurück, aus dem wir viel mehr mitnehmen können jetzt vielleicht auch für das Spiel gegen Heilbronn, weil Ravensburg sind wir ganz einfach schlecht gestartet. Das muss natürlich das Ziel sein, das zu vermeiden, so schlecht ins Spiel zu kommen, weil dann haben wir auch definitiv eine Siegchance. You as the captain, as the leader of the group, how you see your role right now when the club is down, when nothing is really going good? Yeah, I mean, it starts with the leadership group. So as a leadership group, we have to go out there, lead by example, make sure everyone follows and set ourselves up to go in the right direction. So going forward, I think just leading by example and doing the right things day in, day out, every shift, every period, and then the boys will follow. Ich habe ihn gefragt, was jetzt seine Rolle als Kapitän, wie er die sieht, gerade in der Phase, wo es eben nicht so gut läuft. Er sagt, das geht natürlich nicht nur um ihn, das geht um die ganze Gruppe der Führungsspieler, die jetzt natürlich vorweggehen muss. Im Englischen heißt das Leading by Example, also mit gutem Beispiel vorangehen. In jedem Wechsel, in jeder Trainingseinheit, in jedem Spiel über 60 Minuten. Und wenn das funktioniert, dann können sich auch die jüngeren, unerfahrenen Spieler daran hochziehen. Und dann sind wir alle ganz zuversichtlich, dass es jetzt bald besser wird. Thanks, Jordan. Thank you. Thank you.